Zum Entfachen des Fidibusses benötigt man eine Feuerquelle, wie zum Beispiel eine Kerze. Auf eine hinreichende Länge des Holzes ist zu achten. Der Fidibus ist ein dünner und schmaler Span aus Holz, vorzugsweise aus Zedernholz. Er kann mühelos aus dem Abdeckblatt gewonnen werden, welches sich in der Regel in jeder Zigarrenkiste befindet. Zum Vermeiden von umherfliegenden Aschepartikeln führe ich das Anzünden der Zigarre dicht über einem Aschenbecher durch. Ich halte die Zigarre leicht schräg und führe den Fidibus mit der Flamme an die Zigarre. Dabei drehe ich die Zigarre kontinuierlich. Auch der Fidibus muss im Auge behalten werden. Durch mehr oder weniger Neigung lässt sich die Flamme in der gewünschten Größe halten. Sollte ein Erlöschen des Fidibusses drohen, muss dieser rechtzeitig gedreht werden. Übrigens, wer möchte, kann seine Zigarre auch erst anschneiden, wenn die Glut den Zigarrenfuß vollständig erfasst hat. Zündet man die Zigarre zum Beispiel für einen Gast an, verbietet es sich, die Glut durch Anpusten vollständig auf den Zigarrenfuß zu verteilen. Hierzu ist vielmehr das Wedeln erforderlich. Nach dem erfolgreichen Entzünden kommt der Genuss. Die ersten Züge sind unvergleichlich genussvoller, als wenn ein Jet Flame die Zigarre bereits überhitzt hätte. Die Herausforderung beim Anzünden besteht darin, die Zigarre nicht zu verkokeln. Ein ca. 1 mm schmaler schwarzer Ring um die Glut herum ist jedoch absolut normal und erwünscht. Ich wünsche allen Connoisseuren viel Erfolg und besten Genuss. Como la Virgen Morena, como la Virgen.